Hallo Freunde, heute sind wir wieder am Kochen, am Braten, wie auch immer. Aber heute machen wir was also von der Putte. Ja? Also wir haben ja hier Puttenschnitzel, ja? Und dazu kommen Bohnen, Schnittbohnen aus der Dose und auch Speck. Speck und Schnittbohnen. Ja? Das passt wunderbar zusammen. Und dann tue ich ja noch ein paar Kartoffeln schälen, ja, Salzkartoffeln. Und dann ist das Ganze, wie gesagt, gemacht. Ja, also ich mache immer einfaches Essen, einfach zu zubereiten, ohne viele Gewürze oder wie auch immer. Und das ist für jeden zu schaffen, ja. Und wie ich immer so sage, Glaube versetzt die Berge. Und heute ist das der Puttenschnitzel. So, jetzt tun wir mal den Puttenschnitzel ein bisschen ausspielen. Ja? Bisschen mit Wasser ausspielen. Wunderbar. Da muss sein. Ne? Das muss ja alles schön sauber sein. Das ist normal, das macht ja jeder. Ja, super, super, super. So Leute, ich will euch nochmal zeigen, was ich alles dazu brauche. Also hier ist ja Margarine, ich nehme wieder mal Margarine. Man kann ja natürlich auch Öl nehmen. Hier sind ja die Bohnen aus der Dose, Prinzenbohnen. Ja, können ja auch ganz gewöhnliche Bohnen sein. Und hier habe ich so ein Mischgewürz, ja. Ist ja auch sehr gut, sehr lecker, das riecht so wunderbar. Hier ist der Speck, das ist der Bacon. Bacon kriegt man ja überall zu kaufen, Aldi oder Lidl. Hier habe ich ja mehr Weizenmehl vorbereitet. Hier habe ich die paar Kartoffeln, was noch geschält werden und kommen noch dazu. Hier ist ja der ganze Puttenschnitzel schon abgespielt. Und hier haben wir die Pfanne. Also ich habe da schon Margarine reingedonnert. Ja, und gleich geht los, ne? Hier haben wir auch noch Ei. Ei mit diesem Mischgewürz, ne? Also das ist ja mit Curry und Paprika und Salz und Pfeffer und so. Das ist ja ein super Gewürz, ne? Und jetzt nehme ich mal den ersten Schnitzel, den tue ich mal hier erstmal drin. Warte mal, das habe ich, glaube ich, falsch gemacht, aber mach nichts. Mach nichts. So, den ersten Schnitzel haben wir. So, wunderbar. Der kommt jetzt sofort in die Pfanne rein. So, jetzt nehmen wir mal gleich den zweiten Schnitzel. Ich habe ja gesagt, ich habe das hier falsch gemacht. Aber in dem Sinne, dass das erstmal in den Weizenmehl kommen soll. Ja? So, habe ich die Reihenfolge falsch gemacht, aber sonst ist ja alles gut. So, und jetzt muss das ja in den Ei, in den Gewürzei. So, wunderbar. So, und noch ein. Auch erstmal hier in den Weizenmehl. Man muss nur die Reihenfolge an die Reihenfolge sich halten und dann ist alles gut. So. So, wunderbar. Das sieht ja wirklich herrlich aus. Wunderbar. So. So Leute, hier habe ich ja den Bacon. Der Bacon wird jetzt hier etwas klein geschnitten, weil das ist ja in Streifen und die Streifen sind ziemlich lang. Sag ich mal, ich tue mal das auf 5-mal so, in so Stücke. Und das sind natürlich, die sind ja geklebt, das sind natürlich ganz viele sind das. Wenn man das so betrachtet und auseinander nimmt, das sind ja ganz viele. Ne? So, wir wollen das jetzt hier gleich. So, ja. Meine Lieben, so sieht der Puttenschnitzel aus. Der ist ja jetzt umgedreht worden. Also das sieht sehr gut aus. Also da kann man nur sagen, wie sage ich dann immer, lecker, lecker, lecker. Super, super, super sieht das aus.
So Leute, hier sieht das, also hier haben wir ja den Speck, hier sieht der Speck so aus, wenn er angebraten ist, ja. Das ist dieser Bacon, das ist englisches Essen. Ihr wisst bestimmt, wenn man auf Mallorca ist oder wo, da kriegt man ja meistens so Eier, Bohnen und diesen Bacon-Speck. Ne? Das ist typisch englisches Essen. Aber wir machen das heute mit Bohnen. Ne? So Leute, wir haben hier die erste Schnitzel fertig. So, ich nehme das schon mal raus. Einmal, zweimal, dreimal, da kommen gleich noch also neue Schnitzel rein und hier tue ich auch noch den Speck raus, ja. Der ist ja auch schon fertig. So, den tue ich auch, hier kommen jetzt Bohnen rein, ne, in dieser Pfanne. So, super. Sehr gut. Wunderbar. So Leute, hier haben wir ja die Bohnen. So, das kommt jetzt hier in die Pfanne rein. Sehr gut. Wunderbar. Da, wo vorher der Bacon drin war. So, und hier haben wir den Schnitzel. Noch zwei Stück. Vorher haben wir drei gehabt. Jetzt haben wir noch zwei. Wunderbar. Alles läuft wie geschmiert. So, jetzt kann man das richtig sehen, die Bohnen, die Schnittbohnen, wie gesagt, und hier noch die zwei Schnitzel, die übrigen drei, die sind ja fertig, die sind ja hier in den, auf dem Teller, hier haben wir auch noch diesen Bacon, ja, also alles läuft sehr gut. So, jetzt tun wir mal Kartoffelschälen, ja, also ich liebe Kartoffelschälen, ne? Also das ist für mich wie eine Erholung, ja, Kartoffelschälen. Ja, wie gesagt, man hat ja viel gelernt im Leben, ne? Und auch Kartoffelschälen hat man gelernt, ne? Ach ja, ich muss euch sagen, ich bin schon ein Witzbold. Das muss ich euch wirklich gestehen. Ja. So, da haben wir ja gleich die erste Kartoffel geschält. So Leute, die Bohnen, die werden gesalzen natürlich und gepfeffert. Ne? So, wunderbar, super. Und ich habe die Bohnen praktisch fertig. Und dann mit dem Speck wird das vermischt. Aber jetzt habe ich die fertig. Jetzt tue ich die mal abstellen und mache ich mal eine höhere Temperatur. Weil hier an die Stelle kommen die Kartoffeln. Und die Kartoffeln, die habe ich ja hier, wenn man das so sehen kann. So, hier sind die Kartoffeln. Super. So, wir sind fertig, Leute. Ich tue mal jetzt die Kartoffel abgießen. Schnell. Wunderbar. So, so ich tue noch die Kartoffel stampfen. Tun wir mal die stampfen, also nicht so fest, nicht so leicht. So, ich glaube, das reicht. Wunderbar. So. Und jetzt kann ich mal servieren, gleich. So Leute, jetzt tue ich mal das Essen servieren. Wir sind ja fertig. So, erstmal die Kartoffeln, Stampfkartoffeln. Also da sind gesalzene Kartoffeln, aber gestampft. So, wunderbar. Sieht sehr gut aus. Okay. Jetzt tun wir mal den Schnitzel, sehr schöner Schnitzel, ja, tun wir mal ein bisschen Fett hier von dem Schnitzel, so, wunderbar,
über die Kartoffeln. So. Sehr schön. Wunderbar. So, jetzt tun wir mal die Bohnen. Sehr schön. Das sieht ja richtig gut aus. Also, ich muss euch sagen, das sieht herrlich aus. Ja, so. Und hier kommt noch ein bisschen Speck drauf. Also diesen Bacon. Ich sage ja immer Speck. Die Engländer, die sagen Bacon. Also kein Speck. Obwohl, das ist ja so Speck, ne? Kann man ja. Also man sagt ja nichts Falsches. So, jetzt machen wir mal gleich eine Nahaufnahme. So. So, jetzt haben wir hier eine Nahaufnahme. Man muss sagen, das sieht super aus. Sehr schön. Ne? Also kann man nicht meckern. Ne? Wirklich schön. Sehr schön. Gut, Leute. Also hier haben wir alles, das ganze Essen hier. Ne? Also ich tue mal jetzt eine Kostprobe. Kartoffeln, Bohnen, und jetzt Schnitzel, also ich sag's euch, das ist unglaublich, ich muss euch sagen, so etwas, also ohne zu lügen, ne? Herrlich, herrlich, wunderbar, schmeckt sehr gut, sehr gut. So Leute, also Essen haben wir ja fertig, ich würde mich freuen, wenn einer das nachkocht, natürlich, wenn einer möchte, ne? Ja klar. So, und dann sage ich euch, alles Gute, ah, da bimmelt jemand, will wahrscheinlich Kartoffeln verkaufen im Winter, Spaß. Natürlich, ich sage euch, ihr müsst ja alle auf euch aufpassen, ich passe auch auf mich auf, gesund bleiben, weil das Leben ist viel zu kurz. Ich habe euch schon nicht einmal gesagt, ne, die Arschlöcher da, die erzählen uns, dass wir werden alle 1000 Jahre alt, ne. Lasst euch nichts erzählen, ich sag's euch. Ihr habt ja euren eigenen Kopf und ihr müsst mit eurem Kopf selber entscheiden und nicht, dass euch da irgendein Spinner was erzählt, ja. Macht man das nicht. Okay, Leute, dann sage ich mal, alles gut, hat gut geschmeckt und schmeckt immer noch. Ich werde natürlich das gleich weiter essen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.